Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir wollen hier, glaube ich, runter, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich diese 300 Meter schaffe. Ich werde es mal versuchen, ob ich lebend runterkomme. Wenn nicht, werden wir versuchen, dass wir unsere Maschinen mal zusammenbringen, ne? Unsere Fortbewegungsmittel, ne? Kann ich da überhaupt schon was bauen? Weil ich weiß, ich bin hinten nach. Ihr habt es mir schon so oft geschrieben, ich soll um Himmels Willen endlich mal anfangen, hier die Geräte und Fahrzeugdingens wie die Seemotte und so zu bauen. Ihr habt es vollkommen recht, ich bin einfach stinkend faul zum einen und sehr besorgt, dass wenn die mit Batterie, hier Energiezellen, ne, betrieben sind, werden, dass ich dann so viele Energiezellen brauche, dass mir schon bald schlecht wird. Das ist eigentlich meine Sorge. Und aber ich vermute, dass die von Haus aus länger hält, so eine Energiezelle. Vielleicht habe ich ja so viel Glück und es ist so ein Dingens, was wirklich sich sehr langsam verbraucht. Aber ja, ich versuche jetzt mal hier runter zu tauchen. Sollte ich definitiv merken, nee, das wird nichts, werde ich versuchen, hier diese Fahrzeugstation zu bauen und natürlich auch die Seemotte dazu, ne? Weil ich müsste ja auch hier Stoßkanonen bauen und lauter so ein Zeug, ne? Also, puh. Also, ja. Wir hätten mehr als genug Arbeit. Vor allem hier das Scannerraum müsste ich bauen. Ich hätte halt gern noch den Mehrzweckraum gehabt und das Tauchdock hätte ich gern noch irgendwie gern gehabt, muss ich sagen. Ja. Auch hier Wärmekraftwerk und so, ne? Das wäre halt. Oh, ja. Das wäre halt alles super gewesen. Trinken. Habe ich was mit? Tatsächlich. Ich habe noch was. Gott sei Dank. Das Einzige? Ich glaube, das Einzige, ne? Maschineneffizienzmodul, Seemotten Solarladegerät, ja, das ist auch voll cool. Das ist sehr cool. Wir haben eh nicht so wenig Zeug. Ich muss bauen anfangen. Ja, ich probiere mal mein Glück. Ich versuche mal. Wo ist unser Ding jetzt da? Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht schaffe ich es lebend runter, ich möchte noch ein bisschen scannen. Vielleicht haben wir ein richtiges Glück. Und wir. Boah, ich glaube, da kommen wir nicht lebend hin, ha? Huh? Ist ja alles voll mit Viecher. Obwohl, ein bisschen wäre noch. Wow, ne? Das Viech hier. Oh, ja, das habe ich mir schon gedacht. Kann ich hier irgendwo rein? Ja, hier. Okay, das wollte ich jetzt so mal. Alter, alter, alter. So, Datendownloads. Dann wollte ich schauen, ob hier irgendwas noch zum Scannen wäre. Aber ich glaube, nur außen und rum wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott. Wie viel Luft habe ich noch? Nicht mehr viel, ich muss weg. Ganz schnell. Das wollte ich noch machen. Es wird sich ausgehen, ich könnte das hinkriegen. Dass ich mich hier ein bisschen umschauen könnte wegen Scannen. Boah. Okay, das ist. Das ist mehr als knapp. 4, 3, 2, 1. Bitte, 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 bitte. Boah, Glück gehabt. Okay. Ja, Entschuldigung. 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 Ja. Ja. Dieses Datendingens wollte ich heute haben. Ich wollte noch schauen, ob es was zum Scannen gibt. Aber ich fürchte, da werden wir jetzt schauen, dass wir unsere Dinger bauen. Das ist echt zu viel zu riskant. Da sollte ich wirklich schauen, dass wir unsere Materialien zusammenkriegen. Und habe ich hier noch Platz? Ich habe noch Platz. Ich werde ganz schnell rüberdüsen. Salz habe ich mit. Salz habe ich mit. Ich werde auch ganz schnell Wasser machen. Und ich werde schauen, dass wir drüben bei unserem Ding hier, es ist zwar ein Stück zum Rüberschwimmen, also hier bei unserer Rettungskapsel uns ein bisschen auffrischen. Oder soll ich nach Hause schwimmen?
brauche sowieso den Pilz, oder? Es ist eh wurscht. Ist eh wurscht, scheiß doch drauf. So, nix wie heim. Den Pilz schnell holen und schnell trinken machen, schnell saufen was und dann schauen wir mal, was wir hier drinnen noch haben im Lagerraum. Ich habe es vergessen. Und dann werden wir schauen, dass wir endlich mal unsere Fahrzeuge zusammenkriegen. Wir sind dann zum einen mit Sicherheit schneller, zum anderen sind wir wahrscheinlich geschützt vor diesen Ekelviechern. Vielleicht können wir sie dann auch schon besiegen besser. Und nein, das ist nicht mein Magen, der hier knurrt, das sind Leviathane. Ich habe nämlich schon gefrühstückt, also kein Problem, da dürft nichts knurren. Und ja, dann können wir hier normalerweise weiter erkunden und erforschen. Dann müsste das auch möglich sein, dass wir dieses Alien-Stationchen da auch noch irgendwie uns anschauen könnten, oder? Da war irgendwas mit 200 Meter Tiefe oder 2000 Meter Tiefe, irgend sowas, ne? Ja, das wird schon. Boah, das ist weit. Das ist zu weit. Guten Tag. Guten Tag. Wow. Ja, ich gehe schon. Das war wieder so ein... wie sagt man dazu? Ah, dich möchte ich gern... Wow. Ja, ich wollte das fangen, das Viechlein. Entschuldigung. Ich lasse mich wieder ablenken. Aber die sind halt so schön, ne? Muss man schon sagen. Gut. Ja, also wird das jetzt, glaube ich, diese Aufnahmesession, möchte ich gerne eine Bausession machen. Ich hoffe, wir haben genügend Krempel dabei. Ich brauche Schwammerl, fällt mir gerade auf. Da haben wir wieder diese Hafteldinger, Viecher. Da ist er, das Säurepilz. Wow. So. Zwei nehme ich mal mit. Der hat jetzt auch schon bald keine Batterie mehr. Ja, ich möchte halt alles, was wir hier gesammelt haben in unserer Rettungskapsel, möchte ich gern rüberbringen zu unserer Station. Ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Glaube ich. Wow, Alter. Mistviech. So, möchte ich gern rüberbringen zu unserem neuen Zuhause. Und ja, servus. Na, das wollte ich eigentlich. Wasser. Das wollte ich haben. Habe ich was falsch gemacht? Warte mal, wie ist das gegangen? Ah ja, die Röhrenkoralle. Meine Güte, die vergesse ich immer. Ah, Schande über mich. Wo ist sie denn? Röhrenkoralle? Rohrkoralle? Hallo. Da hinten ist sie, glaube ich, ne? Kann ich euch auch fangen, bitte? Ich hätte Hunger und Durst. Ein Fisch hier haben wir gefangen. Zack. So, zwei. Nochmal zurück. Die Population hier hat sich auch wieder ein bisschen erholt, ne? Seitdem wir auf Reisen waren. Sehr gut. So, guten Tag. Aber jetzt möchte ich bitte gerne dieses Chlorzeug machen. Ja, bitte. Danke, damit ich mir tolles Wasser machen kann. Sehr gut. Kocher, den da. Sagen wir mal schon, ob unser Essen überhaupt noch genießbar ist. So. Also. Mahlzeit. Nahrung 1. Minus 8, das ist ein bisschen kaputt. Verfault. Schön, da werden wir noch schnell was trinken. Ja, das müsste jetzt besser sein. Und ich brauche ein Medikit. So. Minus 8. Schön, oder? Kann ich das nicht wegschmeißen? Drüben dann im Müllcontainer hauen wir es weg. So. Was haben wir denn noch mit hier? Lagerräumchen. Quarz. Quarz wäre gut für Glas. Salzablagerung, Medikit, Batterie leer. Haben wir hier leere Batterien? 100, 100, 0, die tun wir weg. Dann nehmen wir mit. Habe ich Blei? Kein Bröckchen Blei wahrscheinlich, Titanbahn.
Scheibe. Egal. Ich nehme das jetzt mal mit. Das sind alles jetzt leer, gell? Leer, leer, leer. Jawohl. Das lasse ich als Reserve. Den Ionenwürfel, das nehmen wir alles mit. Das und das nehmen wir mit. Und hier lasse ich mal die Feuerlöscher. Die brauchen wir für die Aurora. Ja. Die Titanbahn lasse ich jetzt auch mal hier. Ich wüsste jetzt, ihr müsst nachschauen. Ich glaube, wir brauchen sie jetzt nicht unbedingt. So. Das Salz lasse ich jetzt auch noch hier. Und ich lasse hier den Säurepilz. Und die Röhrenkoralle für den... Oder was, was? Bauen wir es gleich, oder? Habe ich jetzt überall nur... Oh, Entschuldigung. Nur eines gebraucht oder mehr? Warte mal. Fabrikator. Ah, das haut schon hin. Passt. Machen wir gleich Wasser. Und ich werde es dann gleich hier... bunkern. Normal sollte ich unten, ne? Aber ich werde hier auch was reintun für den Fall, dass ich ein kompletter Schussel bin. Wie gesagt, wenn wir hier mal komplett ausziehen, dann... So, eins lasse ich da. Eins ist immer gut. Dann... Okay, ne? So. Jetzt habe ich noch Platz für... Gold oder Kupfer? Nehmen wir Kupfer. Ne? Ja? Ja. Jo. Ist noch irgendwas, was ich momentan hier lassen könnte? Das verfaulte Essen. Dann hätte ich noch für die beiden Platz. Na, ich werde es, glaube ich... Weißt du was? Ich werde es da unten wegschmeißen. Weil... Egal, oder? Schmeißen wir es... Fallen lassen. Fallen lassen. Tschüssi! Tut mir leid, dass ich euch umsonst getötet habe. So. Also. Dann... Nochmal hier. Dann nehmen wir das Gold mit und dann rauschen wir schnell rüber. Ich muss. So. Ich guck nochmal kurz. Ob ich nicht vielleicht doch... Ob ich vielleicht doch diese Titan Baren brauche für die... fürs Maschinskerl. Ne? Titan-Tischkoralle, die sollte ich mitnehmen für den Scannerraum, weil Titanium habe ich sicher genug. Dann könnte man den schon mal bauen. Was ich aber jetzt wissen wollte, das kann ich noch nicht einsehen, das auch nicht. Hier wollte ich mal Seemotte zum Beispiel. Die braucht Titanbahn, tatsächlich. Mhm. Schmierstoff, Blei, Titanbahn, Energiezelle und Glas. Das ist gut. Hier für den Seegleiter nur mehr einen Schmierstoff. Den brauchen wir nicht, den haben wir schon gebaut. Ich depp. Da brauchen wir auch Titanbahn. Schau, 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 schone. Energiezelle. Wie baue ich die Energiezelle? Warte, 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 warte. War die weiter oben? Warte, 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 warte. Essen, Essen, da. Batterie, Energiezelle. Silikongummi. Das sind ja eh einfache Dinge. Okay. Okay. Es wird jetzt ein bisschen hin und her gedue. Ich sollte das machen, wenn ich nicht aufnehme, oder? Ist besser. Warte, warte. Ich verdrück mich schon wieder. Warte, machen wir's. Bauen wir jetzt was. Ich habe versprochen, wir bauen was. Ich räume das um, wenn ihr nicht zuschaut. Okay? Also, ihr könnt euch gleich merken, diese Dinger hier, die werden dann rüber verschifft. Okay? Und dann machen wir das Ganze vernünftiger, würde ich sagen. Das bisschen lasse ich jetzt drinnen, ist wurscht. Den hätte ich lieber drin lassen sollen. Bin überfordert. Egal, ich lasse das jetzt mal so. Okay. Das heißt Silikongummi. Das heißt, ich brauche diese Pflanzen. Habe ich viel Platz? Eins, zwei, drei Pflanzen gehen sich aus. Gut. Das waren, glaube ich, die haben vierer Platz gebraucht, ne? Dafür, für dieses Dingens, muss ich jetzt in den, ich sage jetzt immer gern, Seetangwald, wenn man das, wenn ich das so sagen darf. Der war hier. Da muss ich jetzt, glaube ich, mit dem Messer arbeiten, ne, damit ich diese Pflanzen hier abernten kann. Ne? Genau. Drei. So. Dann bräuchte ich noch diese Früchte, die hier normalerweise wachsen. Da drüben ist so ein gelbes Ding. Haben die noch Platz? Ich muss probieren. Inventar voll. Nein, hat nicht Platz. Okay.
Dann warte. Boah, Alter. Kann ich jetzt Energiezelle. Ah, da muss ich zuerst ein Silikongummi draus machen. Silikongummi. Ach, ich bin ein Trottel, da brauche ich die. Ich habe mich vertan. Fasergewebe, das war das. Kann ich es bauen? Nur beim Fabrikator, ne? Ah, ich bin doof. Ich bin doof. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, ich bin noch da. Es ist nichts passiert. Schmeiß mal das schnell raus. Ich bin noch da. Es ist nichts passiert. So. So, also die brauche ich. Entschuldigung. Einmal. Geht schon? Sammel ein. Sammel, 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 sammel. Wie viel habe ich? Voll. Okay. Jetzt da. Luft holen. Ich hoffe, mich frisst jetzt nichts. So. Jetzt kann ich das hier bauen. Ach, nein, darf ich nicht. Ich muss ja zurück zum Fabrikator, ne? Dreck. Schmierstoff war auch das. Okay. Ich brauche nur ein Pflanzerl. Okay, das heißt, das passt. Da kann ich schon mal Energiezelle bauen. Batterien habe ich auch. Da bräuchte ich Säurepilz und Kupfer. Okay, das wird schon. Das wird schon, das kriegen wir hin. Null Problemo, das kriegen wir hin. So. Kein Problem. So. Schwimm, schwimm, schwimm. Schnell nach Hause, dann können wir schon mal bauen anfangen. Ich habe jetzt noch einen Säureblabla habe ich drinnen. Und Kupfer, ich kann gleich eine Batterie bauen, ich Trottel. Ah, nein, geht ja nicht. Da brauche ich zwei Säurepilze, der einen. Mein Gott. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Scheibenkoralle brauche ich nicht. Ich brauche den Säurepilz. So. Einen habe ich jetzt nochmal drinnen. So, nichts wie rein hier. Gut. Also, alles der Reihe nach. Gut. Fabrikator. So, Ressourcen. Fällt das unter dem? Silikongummi. Ja, da brauchen zwei, kriege ich raus. Echt? Geilo. Das ist cool. Und einmal, wo es einen Schmierstoff braucht. Energiezelle baue ich jetzt mal. So. Batterie. Da habe ich jetzt Kupfer gebraucht. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil den haben wir hier drin. Und zwar zack, 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 zack. Ich nehme gleich zwei und einmal das. Ah, davon habe ich eh genug. Brauche ich nicht. Jetzt müsste ich nochmal zwei Batterien schon wieder herstellen können. Elektronik. Batterie einmal. Ah ja, da brauche ich zwei Säurepilze. Ich bin doof. Habe ich jetzt gar keinen mehr. Gut. Ich verdrücke mich schon wieder. So, langsam, langsam, langsam. So, da habe ich jetzt nur einen. Okay. Ist vielleicht jetzt gerade nicht so schlimm. Warte mal, warte mal. Alles der Reihe nach. Wir haben jetzt eine Energiezelle. So. Was darf ich denn jetzt machen? Und zwar. Ja, den Laserschneider muss ich auch noch zusammenschustern, ja. Seemütchen. Da fehlt jetzt noch alles andere. Titanbahn und Schmierstoff. Dann kenne ich schon mal mobile Fahrzeugstation. Stellt Fahrzeuge aus Rohmaterialien her. Heißt das, ich darf die mit. Ich meine, wenn sie mobil heißt, ne? Mobile Fahrzeugstation, nehme ich schon an, dass ich sie mitnehmen darf. Weil sonst muss ich sie drüben bauen, bei der Hauptstation. Wisst ihr, wie ich meine? Schon, ne? Ah. Ich könnte aber auch zuerst alle Materialien zusammentun. Schmierstoff brauche ich als nächstes. Ein Schmierstoff. Da. Mache ich zuerst alle Materialien. Und dann bauen, würde ich sagen. Und einmal das da. Dann wäre ich nämlich so frei. Einfach mal just for fun. Probieren. Ich werde nur ganz kurz das hier mal bunkern, damit ich das ja nicht verliere, wenn ich mal sterben muss. Und werde jetzt einfach tatsächlich mal probieren. Weil es ist ja ein Gerät. Das ist ja dann mobil, das Ressourcen. Warte. Das müsste dann ja funktionieren. Geräte hier. Das da. So, dauert mal eine halbe Stunde.
Das ist mal ein eleganter Werkzeugkoffer, oder? Schön. Warte, muss ich gleich mal anschauen. Ja, der braucht ordentlich Platz. Mhm. Jo, habe ich schon befürchtet. Gut, das kann man mitnehmen. Das ist hervorragend, weil dann können wir das wahrscheinlich müssen wir aufstellen oder benutzen in dem Fall und können wir dann unsere Maschinska bauen. Das ist supi. Dann können wir vielleicht, kann ich es ja schon zusammenschustern, eine Seemotte zu bauen. Ich habe kein Blei. Glas, Schmierstoff, Titanband. Die Energiezelle ist das geringste Problem. Ja. Auch der Kompass wäre super. Habe ich den schon gebaut? Ich glaube nicht, ne? Oder habe ich ihn gebaut? Ich habe es vergessen. Doch, habe ich gebaut. Okay, alles gut. Habe ich gebaut. Habe nur vergessen. Alles gut. Jo. Ja, was soll ich machen? Also, Silikongummi nochmal. Ich mache es jetzt einfach mal aus platztechnischen Gründen. Ist mir das jetzt gerade wurscht. Und Säurepilz und Kupfer brauche ich jetzt noch. Genau, Säurepilz. Und zwar, zack, 3 Stück brauche ich jetzt normalerweise noch. Fahrzeugstation aussetzen. Nein, noch nicht. Ich werde es drüben dann machen, sicherheitshalber. Ich habe wirklich Schiss, dass ich das versemmel. So, 3 Stück. Nehmen wir 14 mit. Das eine lasse ich lagern. Fertig, Scheiß davon drauf. Das eine lasse ich lagern. Dann so, rein hier. Habe ich Platz? Geht sie gerade so aus. Kupfer habe ich, glaube ich, jetzt noch mit. Ja, eine Batterie. Und noch eine Batterie. So, gut. Dann kann ich jetzt die Energiezelle bauen. Passt, das hätten wir jetzt auch schon mal geschafft. Wahnsinn, es geht ja vorwärts. Dann, die Falle will ich nicht haben. Gut. Ich will dann den Dingens haben, das Maschinska. So. Die da. Gut, die Energiezelle haben wir. Jetzt brauche ich Glas, Schmierstoff und Titanbahn. Und für den Schmierstoff, ah, da ist schon wieder so ein Signal. Ich werde nicht mehr fertig hier. Signal da. Mach mal. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. Oh. I have assumed command. Schön. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Aha, okay. Gut, das haben wir auch gespeichert. Passt. Ich muss dringend meine Station fertig kriegen, weil wenn wir Überlebende haben, die müssen irgendwo einen Unterschlupf kriegen. Seek fluid intake. Ah ja, danke. Danke für die Warnung, weil ich würde hier am vollen Wasserhahn verdursten. Hungrig bin ich auch schon wieder. Schrecklich. Baust 2 Sachen, bist du wieder hungrig. Jo. Batterie habe ich jetzt noch eine. Da sollte ich auch noch was nachbauen. Gut. Ja, das ist wieder typisch Zocki. Titan-Dings habe ich Blei. Weiß ich nicht, ob ich drüben was habe. Glas schaut, glaube ich, ganz schlecht aus. Da brauche ich Quarz dringendlichst. Glas schaut, glaube ich, ganz schlecht aus. Da brauche ich 2 Quarz-Dinger, damit ich ein Glas... Ja, ja. Natürlich. Und so habe ich, glaube ich, nichts gebunkert, ne? Hier war kein Glas mehr. Nein, nein, das habe ich schon alles... Alles verbraucht, natürlich. Gut. Weil ich habe die Hoffnung, dass wir, wenn wir mal diese Solargeschichte haben, vielleicht auch die Batterien wieder aufladen können. Darum schmeiße ich sie nicht weg. Und dass man sie dann wiederverwerten kann. Das wäre mehr als cool. Das wäre auch bei der Energiezelle voll super. Wirklich. Ja. Sie hält halt doppelt so lang, verbrauchen tut sie sich 200 von 200. Ja. Okay. Kann man nichts machen. Ist halt so. Ja. Ich sollte zurück zu unserem Hauptquartier. Äh,
Ja, und zwar schnell, nicht lang überlegen, sondern wirklich schnell machen, weil mir geht auch schon das Wasser wieder aus. Ich sollte vielleicht auch nicht allzu viel mitnehmen. Ich werde das hier mal, das, was man nicht so braucht unbedingt, werde ich mitnehmen. Ich brauche noch was zum Essen, ne? Kupfer habe ich noch eines, nehme ich eins mit. Und einen Titanbahn schon mal von mir raus. Und ja, ich sollte das Wasser mitnehmen, bevor ich verdurste, oder? Nehmen wir das Wasser noch mit. Die Dinge lasse ich noch hier. Normal passiert da nichts. Und wir schauen, dass wir jetzt da vorwärts kommen. Ganz schnell. Eine Batterie habe ich noch, das muss reichen. So, ich muss jetzt nur schauen. Darüber. Tja, muss mich immer neu orientieren. Also da drüben müsste jetzt irgendwo dann unser Zuhause sein. So, gehen wir Vollgas. Ich möchte nämlich die mobile Dingstation dorthin tun. Wahrscheinlich ist es, ich habe es nicht probiert, ne? Ist es jetzt eigentlich so ein Item? Na, es muss schon hinstellen, logischerweise. Ist ein bisschen zu groß, um in der Hand zu führen, ne? Müssen wir wirklich aufstellen, dann möchte ich es wirklich gern bei unserem Hauptquartier hin tun. Ist da was drin? Ich meine, ich habe keinen Platz mehr, aber... Seegleiterfragment, na, brauchen wir nicht. Ich kann es dabei nicht mitnehmen, weil ich habe nicht mal mehr Platz für Titan. Also weg. So, bin ich richtig? Ja. Muss ich immer Bild kontrollieren. So, schnell. Die Batterie wird mir jetzt zwar ausgehen, aber ich habe ja noch eine. Dann habe ich noch Platz für eins weiteres. Und ich brauche was zu essen. Wow, das war zu schnell. Ich würde gerne so ein Klubschi mitnehmen, dass ich was zum Essen habe. Wenn ich ihn erwischen würde, du Kerl. Dann halt nicht. So, darüber. Nicht, dass ich wieder aus Versehen zurückschwimme, ne? Bei mir ist alles möglich. So. Ja, Schlingpflanze. Ja, was zu essen wäre jetzt echt nicht schlecht. Doof ist, dass ich vergessen habe, die zwei Dinger zu essen. Die sind mir halt leider Gottes vergammelt. Jo. Pech. Ne? So. Ja, ich weiß, ich bin hungrig. Ja, das ist jetzt mein Magen. Ja, ich weiß, ich bin hungrig und ich weiß, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr Gescheites, ne? Da unten vielleicht. Der da. Wenn ich ihn kriegen könnte. Wow! Jawohl, habe ich. Passt. Habe ich Platz? No. Das ist Schrott, ne? Ich muss schnell weiter. Schnell wieder an die Oberfläche und schauen, wo ich denn hier bin. Aha, hier rüber. Wo da überall Schrott liegt, ist ja erstaunlich. Zyklop, Maschinenfragment, ich glaube, ich bin. Ah, so. Zwei von drei. Eines wird mir noch fehlen. So einfach geht das. Ich bin entsetzt. Bis jetzt von mir schon. Jetzt habe ich mir gedacht, hey, das Teil schaut schon ein bisschen komisch aus, ne? Schauen wir mal, für diese was zum Scannen. Und beinhart, echt wahr. Geht das beinhart? Aber wir müssen jetzt mal nach Hause. Ich muss mir mein Essen kochen und ja, das war's mit der Batterie. auf R war's, glaube ich, ne? Nein? Doch, oder? Nachladen, sicher auf R. Weißt schon? Ich habe mich nur verdrückt. Da. So. Boah, was ist da? Ich gehe schon weg. Lasset mich am Leben. So. Trautes Heim, Glück allein. So, rein da. Boah. Ja, grüß Gott. Was haben wir da drinnen eigentlich? Röhrenkoralle und Salz, ein Haufen Wasser. Das ist gut, gut, gut. Passt. Wir werden jetzt einmal die Medikits hier mal reinschmeißen. Das werde ich gleich kochen. Jo. Passt. Und hier drin, in dem Spind habe ich einen Haufen Tischkorallen. Das werde ich mal reinschmeißen. Schmierstoff. Na. Diamanten. Schwefel. Ich habe viel. Blei habe ich auch da. Ich bin so deppert.
Ja, nice. Ich gehe mal was zum Essen kochen. Einen Moment Geduld bitte. Spindfabrikator. So. Ich glaube, ich dran. So, schnell Essen kochen. Mahlzeit. So. Und vor allem schnell essen. Also, guten Hunger. Und nach was trinken. Ja, ja. Sehr gut. Ich weiß, das war jetzt nur ein kleines Happerl, aber... Ich glaube, ich träume. Ich habe hier Sachen da. Ja, supi. Also, ich brauche... Das Spielzeugauto nervt ein bisschen. Hat das hier drinnen? Was habe ich hier überhaupt drin? Achso, das ist mein Titanlager. Genau. Da werde ich auch noch derweil nur mal auch das noch reinschmeißen. Nur derweil, damit ich jetzt ein kleines bisschen Platz habe. So, Überblick. So, also das. Ich brauche jetzt den Bahn, das Glas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Glas überhaupt habe. Warte, den Bahn kann ich gleich mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Glas habe. Naja, so ein Probebehälter müsste reichen, oder? Ich habe keinen Quarz hier, wie ich sehe. Das ist schlecht. Auch nirgendwo Glas. Ich könnte nur probieren, sowas zu zerstören. Um zu schauen, ob ich dann Glas kriege. Aber ich glaube nicht, oder? Da wäre besser, Quarz zu suchen, oder? Weil ich muss eh auf Essensjagd gehen. Eigentlich. Dann könnte ich das auch gleich hier lassen. Oh, der Part ist auch zu Ende. Ja, gut. Aber wir haben, wie es ausschaut, alles, was wir brauchen. Das freut mir. Das freut mir sehr. Wirklich. Und die Station werde ich dann nachher draußen hinstellen. Da schwimmt schon mein Essen vorbei. Ich gehe mal schnell. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!